Willkommen zurück. Die erste Folge ist erfolgreich hochgeladen und ja, es geht direkt weiter. Ich will gut die alte Aufnahme schon mal löschen, so die brauche ich nicht mehr. Es geht weiter. B. Wir kommen B zurück und B zurück auf unten. Ist halt auch so richtig seltsam, aber naja. Ja komm. Ja, es gibt doch keinen Erstangriff und so. Das kennt das Spiel nicht. Also darauf springen wäre jetzt glaube ich ein bisschen doof, oder? Ich weiß es nicht, aber ich will es immer alles probieren. Meine Güte. Ja, es ist immer das Gleiche, ne? Man muss lernen, damit umzugehen. Jetzt schaffe ich das natürlich. Ist ja klar. Aber fast 100% voll. Da bin ich gespannt, was passiert. Ich wollte eigentlich den Lakito angreifen, aber gut. Sehr schön. Machen wir mal in einen vollen Kampf, die Tothilfe. Wo ist Lakito? Komm her, du Penner. Ich glaube, den kann ich nicht angreifen. Sternstoß! Einfach so ein zufälliger random Angriff. Okay, nett. Wobei, ich glaube, der hatte auch ein paar Items potenziell. War nett. Du da, was glaubst du? Du gehst mir auf den Hammer, Bruder. Was? Du gehst mir auf den Hammer, Bruder, Mensch. Ist das Spiel gut. Nimm dich in Acht, Mario. Der Kerl ist ein Grobian aus Assassin's Creed 2. Die mit den großen Waffen. Ja, warte mal, ich nehme mir mal ein Item so, ne? Drück ich auf die Pelle, mir und meinem Hammer, pa, wir werden nicht plätten, wetten. Aua. Extra Item für dich. Keine Ahnung hier. Alter, so ein bisschen. Muss immer drücken? Ich glaube immer. Ach, keine Ahnung, was ist das? Vergesst das, was ich drücken muss. Hätte ich mir mal einen Spezialangriff jetzt aufgehoben. Mutschub, oh oh. Penner. Danke, Mario. Ich bin so schnell gelaufen. Da hatte ich überhaupt nicht aufgepasst. Zum Palast geht's hier geradeaus. Nicht mehr weit, Mario. Na nu, da liegt nachher noch ein Hammer. Ah, wir kriegen einen Hammer. Ui, schau mal, siehst du das hier? Da ist das offizielle Zeichen der Hammerbrüder drauf. Wenn du damit hämmerst, steht so schnell nicht wieder jemand auf. Was für ein nützlicher Telefon? Nimm ihn auf jeden Fall mit. Okay, der Sprung und Hammerangriffe sind auch hier eine Sache, aber als Spezialangriff getarnt. Okay. Dann rasch weiter, wie der uns im Palast. Okay. Dann haben wir jetzt den Pilzfall abgeschlossen. Ich finde, die Oberwelt hat was, so, ne? Das ist immer auch so ein Super Nintendo-Spiel, so, ne? Ja, muss ja ein bisschen komprimieren. Und das hat geremaked, so, ne? Hat was, auf jeden Fall. Keine Ahnung, so modernes Paper Mario. Paper Mario Sticker Star oder so.
Ja, modern oder Color Splash. Irgendwo gab es so eine komische, oh, so eine komische Level-Auswahl. So, ich würde gerne da bleiben, so. Wie siehst du denn aus? Wo die Prinzessin wohl gerade ist? Ich habe sie ja schon länger... Was? Schon wieder Bowser? Benutzerdefinierte Toad. Ich bin begeistert. Hi. Mampf. Mampf. Queener, bist du's? Hallo Mario, mein kleines Brüderchen wartet oben auf dich. Okay. Ständig spülen und putzen. Total nervig, ja. Was machst du da? Und hüpfe und hüpfe. Hey Mario, sag mal, wenn ich weiß, ich hüpfe, kann ich dann irgendwann so hochspringen wie du? Auf jeden Fall. Juhu! Kann ich irgendwas klauen? Warum wohnen wir eigentlich außerhalb der Stadt an Bowsers Festung? Ich finde immer so ein bisschen, frisch. Mario, bist du da in was reingetreten? Wir verarschen. Ha, reingefallen! Ich hasse dich. Wer bist du? Hast du hier von außen oder den Krokotypen gesehen? Ich spiele das Spiel mit dem Krokodil. Das ist ein Ganova, alles klar. Der für links gut ist im Heiligabhölzchen, muss man Geld hin. Ja. Was haben wir hier? Ist aber eine schöne Stadt, so. Oh, Gasthaus. Ne, lass mal. Oh, meine Blütenpunkte sind aufgefüllt, ist ja nett. Ob ich den ganzen Tag schlafe? Nicht die Bohne. Na gut. Ey, gönn dir so, ne? Wenn du müde bist. Will ich dich nicht aufhalten. Was haben wir hier? Müssen wir uns mal alles anschauen, so, ne? Kennst du vielleicht einen schönen Urlaubsort für Flitterwochen? Jena. Hallo. Hey Mario, rat doch. Rosi und ich, wir waren immer Freunde, aber jetzt heiraten. Das ist schön. Irgendwie sind die ein bisschen cursed, aber irgendwie freue ich mich einfach, dass es einfach Todes gibt, die anders aussehen. Mario, wenn ich groß bin, dann ziehe ich mit dir und deiner Gruppe um die Welt, ja? Und keine Sorge, falls mein Bowser den Weg läuft, dann werde ich so gehörig die Radierschirren verhageln. Ich hoffe, mein Enkelchen wird mal genauso lieb und gutfertig wie die Prinzessin. Bei dem ist alles verloren. Immer wieder herrlich, wenn sich die Kleinen so schön vergnügen. Oh, ein Itemladen. Hi. Schon gehört? Ein Enkel des klugen Weisequarks soll heute bei irgendwelchen Erledigungen machen. Gesehen habe ich den aber noch nicht. Kauf doch mal was ein. Was soll ich? Das ist ein Angebot. Ah, Wiederbelebung. Na komm. Ja, machen wir mal so. Latzhose. Kann man nur ein Axis war, denke ich mal, anziehen, ne? Na komm, kaufe ich erstmal nichts. War schön mit dir. Keller. Ich befehle dir, dich vor mir zu stellen. Nun befehle ich dir, zu springen. In dieser Welt sind Schatzgründe versteckt, die man nicht sehen kann. Man nennt sie Geheimschätze. Wenn du vielleicht erkürzt, solltest du unsichtbare Truhen. Oh, nee. Alarmring enthalten. Du musst dir anlegen, der hilft dir Geheimschätze. Oh, okay, das ist nett. Alles klar, verstehe. Okay, mach ich. Ausrüstung. Meinte damit den, den ich schon aufgedeckt habe. Hm.
Ich denke mal, er meinte schon den, die Kuh, die einfach ist. Was ist hier los? Hier vor dem Palast los ist in letzter Zeit eine ziemlich siebspältige Gestalt rumtragen, aber es gibt gut Acht und werde die Stadt lauer halten. Das wollte ich eigentlich nicht machen, so. Ja, gut. Komm, ich bitte wieder an der richtigen Stelle raus. Ich komme nicht an der richtigen. Oh doch! Cool. Oh, hier ist auch schon. Beeil dich, Mario, der Kronenminister wartet schon. Okay. Mario, endlich, ich will sofort dem Kronenminister Bescheid geben. Wir sehen uns dann drinnen, ja? Mann, nein! Ja. Und die Frage, wo? Hier hinten. Ja, ist alles schön. Hier geht eingepflastert, glaube ich, irgendwie. Keine Ahnung, so. Man kann doch später Hammer so der Urwelt benutzen, vielleicht sogar. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach Scam. Die Beschlüsse sind noch nicht zurückgekehrt. Der Krumme ist das ganz außer sich Versorger. Von Peach gefunden. Ja, das war so eine Stelle, wo man original schon. Ah, der hat auch geheime Unterwäsche gefunden von Peach. Du da, was soll das? Das bitte schon alles dort, wo es war. Ich gebe dir was als Entschädigung, was? Okay. Ich habe ein Höschen gefunden. Ich habe eine Unterwäsche gefunden, warum nicht, ne? Ich glaube, das war im Original eindeutiger. Ja, einfach so nicht weit da oben. Ja, keine Ahnung, so. Ich bin der Palastkellerwache. Ich bin die Palastkellerwache. Entschuldige, aber ohne Erlaubnis kommst du hier nicht rein. Okay, dann geh ich halt hier lang. Wohnt er hier? Wer die Palastkellerwache macht, wieder einen faulen Lenz, während ich dir das Gästezimmer sauber mache. Okay, das ist das Gästezimmer. Nehme ich es, stream ich es aufzusehen? Nein. Gut. Ja, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Keine Ahnung. Ist doch alles Scam. Das ist nicht Totswurf. Eure Eminenz, Mario ist eingetroffen. Tritt vor. Okay. Mario, den Himmel sei Dank, dass du endlich hier bist. Aus Bowsers Festung war ein gewaltiger Krach zu hören. Wir sind fast die Sporen aus dem Schirm gefallen, als es rumste. Verzeih die Frage, aber wo ist denn die Prinzessin? Sie hat dich doch zu dir nach Hause aufgemacht, oder? Wie schrecklich, echt anschauen, obwohl Bowser hinter der Sache steckt. Du kennst dich ja damit aus, ne? Rette dir. Aber es geht nicht. Der ist ein guter Schauspieler, der Typ.
Meine Treu, ein bodenloser Abgrund verbaut aus Pestung? Welch schreckliche Wendung. Und doch muss ich dich bitten, Mario, bitte rette unsere geliebte Prinzessin, ihr Wohl liegt in deiner Hand. Halt, Kleinigkeit noch. Du legst doch sicher nur all die Ausrüstung an, die du so findest, oder? Soll Toti dir das rasch erklären? Ach, lass mal. Das kriege ich schon hin. Wir waren doch schon im Itemladen, ne? Genau, Rüstung, Axis war's. Das mag ich sehr gerne. Ausrüstung nehme ich gerne mit. Und? Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, ja, ich komm mit. Ich will den Schatz hier haben, was soll das? Also, das ist nicht nett, das ist einfach verletzen so. Mach Platz. Okay. Bedien dich und schnapp dir alles an Schätzen, was du benötigst. Okay. Es gibt kleine mit einem Wert von 1 und große mit einem Wert von 10. Hier, sie hat einen Wert von 10, okay. Eine Blume. Blumen aus Schatztruhen füllen sofort deine Blumenpunkte, lassen sie aber nicht mitnehmen. Und Blumenkapsel, mit Blumenkapsel kann man die Blumenpunkte erhöhen, ist halt auch eine Heilung, verstehe. Oh, erhöht BP um 3, habe ich es auch. Ich glaube, ich werde immer aufsparen, so, ne? Aber generell, ja, ne? Genau. Ne, Honigsirup. Ne, Blume, die wir finden, füllt es halt direkt, aber Blumenkapsel, Blumenset können wir halt so mitnehmen und uns dann später zuführen. Verstehe. Und ein Pilz, nicht wahr? Unverkennbar. Pilze auf Schatztruhen füllen sofort KP und BP wieder auf. Lassen sie aber nicht für später aufheben. Das Item-Pilz hingegen kann man mitnehmen. Okay. Verstehe ich nicht. Wie ich das Unterschied erkenne, aber ist okay. Gut. Dann machen wir einfach weiter, ne? Geheimschatz. In der Nähe ist weiß. Bleib endlich stehen! Ich mag die Sprachausgabe. Das gemeine Krokodil hat Oberstgroschen gestohlen. Nicht wieder weinen. Weinen tun nur kleine Kinder. Was soll ich nur? Ist doch... Hi, hallo. Oh, hallo, du bist der Pitchnass. Ah, mir geht schon viel besser. Entschuldige, manchmal hilft Wein. Er halt echt so, ne? Also wirklich. Warum hab ich eigentlich geweint? Irgendeinen Grund gab es doch. Genau, ich wollte hier eine Besorgung für meinen Opa erledigen, doch dann bin ich dem blöden Krokodil begegnet. So eine Schurke, er hat mich beklaut. Meinen Groschen hat er gewiss geschnappt und er war viel zu schnell für mich. Hey Mario, du springst immer noch super hoch, oder? Zeig mal bitte. Wow, da kann Bowser aber einpacken. Moment, du bist Mario? Ich habe schon so viel über dich gehört und über dein Sprungtalent. Ich bin Mello vom Krabbenquell. Ich bin ein Frosch, sieht man ja, oder? Du bist eine Wolke. Aber springen kann ich fast gar nicht. Willst du mir vielleicht den Krokodil zu schnappen? Na klar doch. Danke, 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 danke. Der kleine Frosch Mello hat sich dir angeschlossen. Wie ein Frosch sieht er aber ganz so gar nicht. Halt echt, ne?
Das scheint anscheinend Wetter zu kontrollieren. Männer für Tagebuch, okay, danke. Oh nein. Okay, danke. Hier ist eben jemand Komisches vorbeigerannt. Jemand ganz Komisches. Habt ihr ihn gesehen? Ui, wir werden auch ungefähr so. Ja, ganz genau. Das war mein Groschendieb. Sie haben den Kerl einfach durchlaufen lassen. Laufen lassen? Ach wo, laufen konnte er von selbst. Voll schnell sogar. Was ist er ja schon wieder? Ja, das war ja Mario, ihm nach. Hey Mario, nimm lieber das hier mit. Weltkarte, Dankeschön. Kannst auch Schnellreise direkt machen, cool. Läden, Gasthaus-Item, dann okay, das ist was für Item es gibt, okay. Du kannst noch ein Auto reisen, in dem du bereits warst, verstehe ich. Goffmünzen. Na, ja, sonst nochmal, da war unser Schloss hier, die Pilzpass-Region, und haben ja so ein paar Orte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit der Insel. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Diebesfahrt. Da ist er! Schnapp ihn dir! Was willst du denn? Sahneklecks. Nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe. Unschuldig. Ich muss doch gar keinen Erstangriff machen, so, ne? Der Blumenpunktekonto gilt nicht nur für einen einzelnen Händler, sondern für die gesamte Gruppe. Plane also klug, wer mit. Okay, sind Blumen. Okay, Blumenpunkte sind für alle. Okay, okay. Ich dachte, ich muss das so ein bisschen einteilen, so wem ich jetzt Blumenpunkte gebe und wem nicht. Okay, aber was ein. Allgemeiner Blumenpunkte-Counter, sprich halt, ja, ich erhöhe halt meine Blumenpunkte, wenn halt leer ist, so, ne? Dann erhöhe ich die mit dem Item und dann sind die auch direkt gefüllt. Ich verstehe. Manchmal begegnest du Monstern, die stärker sind als andere. Gelingt es dir, so einen Feind zu besiegen, hältst du extra viele Münzen, Erfahrungspunkte und sogar Froschgroschen. Starker Feind, okay. Weg mit dir. Oh, danke schön. Ey! Fast besiegt. Penner. Mario ist nur auf Level 3. Erhöht alles ein bisschen. KP erhöht sich, Angriff erhöht sich, Abwehr erhöht sich, Magie. Magieschutz. Und hab den Feuerball gelernt, alles klar. Aber wir denken, das ist auch mal ganz cool, weil einfach nur mal so ein bisschen, noch da was zusätzlich was wählen kann, so.
mochte ich halt auch den anderen Mario. War eigentlich Mario und Luigi Superstar da eigentlich recht cool gemacht, und da wirklich sogar dieses Glücksrad auch so ein bisschen hatte. Da mir so ein bisschen, ja, diesen ja, Faktor mit reingibt, so Glücksfaktor. Machen wir mal Kraft. Mellus war tot. Aufstieg ins 12, okay. Hi. Oh oh. Talent für Knechtigen. Setzt alle Gegner unter Strom. Drücke A kurz vor Ende des Blitzgewitters. Viele Monster sind gegen bestimmte Elemente besonders anfällig. Greift sie mit diesen Elementen an, erleidigen sie extra viel Schaden. Machen wir Feuerball. Auch gegen Feuer anfällig. Erfahrung in 9. Kann er mal speichern, damit weniger Angst, dass er jetzt stirbt. So. Ich bin gespannt, wofür die Frostmünzen da sind. Was ist Zeit? War 27 Minuten. Ihr schon wieder. Gut, dass ihr eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind. Ha, bis dann. Kenner. Ja, wo ist der? Schön die Richtung abwarten, dann. Muss doch bestimmt hier so. Mello ist tot. Verdient so ein bisschen, ne? Aua. Dober Hund. Weg mit dir! Ah, okay, nach dem Kampf wird er wieder auf, steht er wieder auf. Naja, er kommt wieder so, ne? Kriegt anscheinend auch EP. Mega, komm. Hi. Oh, das sieht. Das sieht gefährlich aus. Ey. Weg mit dir. Dankeschön. Fuck. Weg mit dir. Komm, Level ab. Aufstieg in 2. Wo ist dieser Schatz? Hier.
Meine Güte. Es tut weh. Tod. Abwehr erhöht, ja toll. Meine Güte, was ist denn das? Jetzt darf das Spiel auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich bin gespannt, ob mein Kumpan trotzdem seine EP bekommt. Dankeschön, ja bitte. Schön, interessant, wie der eine, den ganzen Angreifer nicht gestorben ist. So, weg mit dir. Daneben. Meine Güte, ey. Was ein Krampf. Okay, Mello KP-Regen gelernt. Oh, klingt gut. Ja, er kriegt aber mal KP. Da kann man auch in der Oberwelt. Okay. Keine Ahnung. Der Schätzler für den Schätzler ist immer noch ein bisschen illegal. Aber ja, gut, Leute, ne? Das wär's dann für diese Folge auch. Mal gucken, wie viel wir in der nächsten Folge auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, ihr habt Bock, euch das anzuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.